Es ist der Klassiker. Zumindest in der Nacht kommt man heim, steht vor verschlossener Tür und merkt, man hat den Schlüssel nicht dabei. Was jetzt? Hier dafür gibt es den Notfall-Schlüsseldienst. Mit dem Roger Eschmann vom gleichnamigen Unternehmen in Biel haben wir einen Spezialist für solche und andere Schlüsselfälle bei uns im Studio. Guten Abend, ihr schaut Immobil. Guten Abend und herzlich willkommen, Herr Eschmann. Guten Abend. Herr Eschmann, wie manchmal rückt ihr wegen so einem Schlüsselfall aus im Schnitt? Ja, heutzutage ist es ein bisschen weniger, weil sich mehr Plays auf dem Markt begeben. Wir haben vielleicht im Schnitt noch zwischen 3 bis 5 Einsätze pro Woche, wo immer ein Monteur von mir eine Woche lang beigegeben hat und erreichbar ist über eine Telefonnummer. Bei Notfalldienst hat man ja manchmal noch eine Mithilfe, indem man einen Mitbewerber zum Beispiel fragt, kannst du einsetzen, ja gerade keine Leute oder wir sind unterwegs. Gibt es das auch oder arbeitet ihr für euch selbstständig? Nein, wir sind hier recht im Mitbewerbersystem, wo wir eigentlich nicht miteinander arbeiten. Wir haben auch nicht die gleichen Ziele verfolgen wie meine Mitbewerber zur Region Biel. Ich weiß auch nicht genau, wie weit dass ich Einsätze mache im BIGE. Also Notfall-Einsätze. Wir haben ja durch den Tag natürlich viele Einsätze von Problemen. Und dann merken wir einfach, dass hier in der Region eigentlich das sehr schlecht abdeckt ist und wir eigentlich relativ viel zu tun haben. Also gibt es das Schlüsselverlegen eben recht viel. Es ist ja nicht nur mehr der klassische Schlüssel, den man hat. Es gibt ja heute immer mehr digitale Schließsysteme. Was ist häufiger? Ist immer noch der Klassiker? Schlüssel irgendwo, aber nicht dort, wo man es hat. Oder sind es vermehrt jetzt auch digitale Probleme? Ja, es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich das ist. Ist es im privaten Home-Segment? Dort ist es klar, dass es meistens immer noch der Schlüssel ist. Es ist der Trend, auch im privaten Bereich biometrische Laser zu tun. Den Finger kann man ja nicht vergessen. Was wir nicht empfehlen, ist mit Code-Systemen und so. Dort gibt es immer ein Probleme, weil der Nachbar nebenan den Code auch weiss. Aber die häufigsten Probleme, die wir eigentlich haben, sind rein mechanische Sachen, Schlösser, die nicht mehr gehen. Schlüssel, die nicht mehr drehen, weil man natürlich 20 Jahre lang ist gegangen. Jetzt ist er 21-jährig und ist kaputt. Und ja, das sind so die Fälle, die es gibt. Gibt es auch verrückte Sachen? Also es sind immer die anderen, wo das passiert, oder? Und darum nimmt sie einem Wunder, was gibt es noch für Probleme? Oder sagen die, nein, das glaube ich nicht. Ja, also was manchmal noch interessant ist, ist, wie eine Tür, die an der Witterung ausgesetzt ist oder Sonneneinstrahlung, wie die arbeiten können. Und da gibt es wirklich Fälle, wo sich eine Tür verkeilen durch die Wärme. Jetzt im Sommer kann das wieder geben. Und das sind die verrückten Sachen, die es geben kann. Oder effektiv einfach wirklich gröbere Schlossprobleme, wo Regeln abbrechen und so weiter. Und da gibt es auch für uns zum Öffnen relativ einen grossen Aufwand. Und ist eigentlich relativ schwierig. Das ist Stichwort. Wenn ihr kommen müsst, dann ist wirklich Notfall. Oder manchmal kann es ja auch sein, dass man im einzigen Notfall vielleicht als jemand ein Schlüsselloch einfach nicht mehr trifft und so nicht reinkommt. Aber im Normalfall ist es ein Notfall. Jetzt, wenn schön Wetter ist, wenn es Nacht ist, dann warte ich halt draußen und denke, irgendwann kommen sie dann. Wenn es regnet, wenn es kalt ist, schneit, ist es vielleicht weniger lustig. Wie lange habt ihr im Schnitt, wenn ich jetzt euch jetzt anrufe? Also bei uns ist es so, dass wir heute nicht mehr direkt auch am Telefon sind. Ich muss auf einen Telefonbeantworter also sprechen und kann nachher davon ausgehen, dass man innerhalb einer halben Stunde mal zurückläutet oder den Fall mal bespricht. Weil manchmal können wir schon am Telefon sehr weit helfen. Und wenn es dann gleich noch nicht geht, dann müssen wir schon rechnen mit einer halben Stunde bis 3/4 Stunde. Bei einem Notfall, also wenn es jetzt medizinisch bedingt ist, habe ich schon selber die Erfahrung gemacht, von lauter weiss man jedes Mal mehr die Nummer. Ist es das 144, ist es 110 oder was ist es? Bei einem Schlüsseldienst ist es wahrscheinlich noch viel schwieriger. Also, ich schaue nachher. Früher habe ich im Telefonbuch blättert, geschaut, da, Schlüsseldienst. Jetzt ist es natürlich viel einfacher mit dem Internet, sofern ich das natürlich vor verschlossener Tür vorhanden habe. Meistens ja mit dem Natel. Dann suche ich Schlüsseldienst, Büren an der Aare. Was kommt denn? Dann kommen wir dir. Genau, nein, da kommen wir nicht mehr, weil wir nicht in Google investieren. Das sind Mitbewerber, die aber eigentlich nur Maschinenfirmen sind, die aus der Zentralschweiz ausgeleitet werden. Sie waren auch schon mehr in den Medien gewesen. Man sagt, es sei von Meinisberg, aber kommt irgendwo aus dem süddeutschen Raum oder auch Zentralschweiz. Und machen auch die Notöffnungen. Dort steht zum Teil auch drinnen für 5 Franken eine Notöffnung. Und wir haben Kunden bei uns, die uns anrufen, weil es meistens nicht richtig gepflegt wurde, wo wir Rechnungen sehen, ab 600 Franken bis 1'200 Franken.
Und bei uns ist der Einsatz, wenn wir ausrücken, zu Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag, wollen wir eine Anzahlung von 200 Franken, dass wir Minimum die Kosten des Mitarbeiters gedeckt haben. Weil wir machen das schon manches Jahr. Und wir haben unsere Erfahrungen gemacht mit dem Picket-Dienst. Wir haben unser Geschäft mit dem aufgebaut. Also mein Vater und ich haben in den Anfangs 90er Jahren sehr eng mit der Polizei gearbeitet, eben auch wegen den medizinischen Notfällen und so weiter. Und dann haben wir sehr viel sind dort auf dem Geld, also auf der Rechnung bleiben hocken, wo dann nicht zahlt wurden. Die haben gesagt, eine Anzahlung von 200 Franken, heisst das, ich müsste jetzt 200 Franken daheim haben oder kann ich das auch über Kreditkarte oder wie funktioniert denn das im Notfall? Also bei uns ist es so, dass unsere Mitarbeiter gut geschult sind. Also die sehen, ob jetzt jemand auch kreditwürdig ist und es ist sicher so, dass wir nicht mit einem Kunden zu einer Bank abfahren, für Geld zu holen. Mhm. Das machen wir sicher nicht. Wir sagen es aber vorher, hört, wenn wir kommen, müssten wir eigentlich 200 Franken haben, dann kann er sich organisieren. Und wir müssen sagen, es funktioniert eigentlich recht gut. Kreditkarten nehmen wir nicht entgegen, weil ich finde, das ist eine Vertrauenssache, das Ganze auch ein bisschen. Gehen wir zurück zu den, ja, sagen wir nicht ganz sauber oder lauschen Mitbewerber, sogenannte Scheinfirmen, die einfach Geld verdienen wollen. Die sagen 600 bis 1200 Franken, das ist Wahnsinn, oder? Für so etwas, wenn es vor allem dann nicht einmal funktioniert. Ist das nicht Betrug? Ja, ist eben schwierig, also in meinen Augen schon. Wir tun auch minderwertig, also Zylinder reinmontieren, wo der Zylinder vielleicht 60, 70 Franken kostet. Du hast für den 400, 500 Franken. Also es ist Wucher eigentlich in meinen Augen. Und es ist, wir tun dort wirklich eine Notsituation von diesen Leuten ausnutzen. Und die machen ja auch nichts anderes als den Notdienst. Also die kommen zum Teil, laut unseren Kunden, ich habe es selber leider noch nie gesehen, kommen sie mit einem Tablet daher oder irgendein YouTube-Video für eine Tür zu öffnen. Da muss ich sagen, könnte der Kunde eigentlich selber das YouTube abladen und probieren, die Türen aufzutun. Das ist echt das Gleiche. Es ist nicht einfach. Man kann nicht einfach ein Schloss, ohne dass man es vielleicht zerstört, gerade so manipulieren, dass man es nachher auftun kann. Ihr seid der Spezialist für so etwas. Jetzt, ich muss mir das vorstellen. Ich wohne in einer Mietwohnung, in einem Mehrfamilienhaus. Unten ist eine Tür. Die müsst ihr mal dort durch. Gut, dann kann ich sagen, ich bin dort unten. Von innen komme ich, kann ich immer auf. Oder? Das wäre ein Hindernis, das meistens kein ist. Dann kommt die Tür. Jetzt, wie tut ihr die Tür auf? Ja, das ist eigentlich ein Betriebsgeheimnis. Sonst würden wir jetzt ja gerade ein paar Einbrecher ausbilden. Nein, Spass beiseite. Es ist so, es kommt wirklich darauf an, wie ist die Tür gesichert. Auch wir verkaufen Einbruchschutz. Das ist auch eines von unseren Standbeinen. Wenn wir natürlich eine top ausgerüstete Tür haben, auch dann haben wir zwischen einer Viertelstunde, es kann bis 20 Minuten gehen. Wenn eine Tür nicht gesichert ist, tun wir es also innerhalb von unter einer Minute auf. Und auch so, dass man eigentlich nichts kaputt machen muss. Also das wäre dann ein Schloss, wo man kann nachmachen kann, einen Schlüssel. Es hat nicht mal mit dem zu tun, es hat mehr mit dem zu tun, wie der Beschlag ist. Wie ist das Schloss geschützt? Wie ist der Zylinder geschützt? Oder? Und wenn man dort ein Sicherheitslangschild, das heute eigentlich fast zwingend sein sollte, wird aber nicht immer montiert, dann kann man einfach den Zylinder eigentlich abbrechen. Und das machen auch viele so Einbruch, Diebstähle von Beschaffungsdelikt oder so, dass sie dann nicht Profis, weil Profis gehen anders rein. Also Profis kann man vielleicht nicht sagen, aber die nehmen einfach das grobe Werkzeug für, und dann ist alles kaputt. Ist dann wirklich nicht mehr gut. Also, das ist auch ein Punkt. Wenn ihr jetzt müsstet, ein Schloss zerstören müsst, das heisst, es ist nachher die ungesicherte Tür, dann tut ihr quasi gerade ein neues rein. Also, wir tun sicher ein Provisorium drin, weil, wenn man ja in einem Mehrfamilienhaus ist, ist das in der Schliessanlage integriert. Das heisst, der Schlüssel geht beim Hauseingang und bei der Wohnung. Und dann tut man den Wohnungszylinder eigentlich ersetzen. Und diese Zylinder sind relativ teuer. Je nach System kann das auch dort zwischen 180 bis 320 Franken geht nur der Zylinder. Also ist noch keine Montage und nichts dabei. Die Kosten können auf einem zukommen. Gehen wir noch einmal auf die Suche. Er hat gesagt, eben, die tun nicht bei Google investieren. Das weiss man. Man kann, dass man immer das Oberste scheint, muss man halt auch dafür zahlen, dass man die beste, quasi die beste Position hat. Wenn ich jetzt eben euch suche, also ohne dass ich weiss, ihr seid die Firma Eschmann, sondern ich will einfach eine Firma aus der Region. Wie komme ich denn zu euch, wenn ich jetzt das suche? Also wenn ihr über Schlüssel, Biel, Eschmann oder so geht, weil eben, wir sind jetzt schon über 30 Jahre auf dem Platz bei uns, kennt man anfangen, dann kommt man eigentlich zu uns. Oder wir haben unsere Homepage, die funktioniert eigentlich recht gut, ist auf dem Nattel gut sichtbar. Und wenn man das weiss, dann schon. Aber sonst kann ich eigentlich keine Garantie geben, dass man nicht auf irgendeinen Betrüger reinfällt, also reingeht.
Das Thema ist effektiv, wenn man anruft, soll man wissen, was ist für eine Firma und ist sie aus der Region. Und da fährt man sicher nicht schlecht. Also bei Chem, die hier in der Region sonst noch tätig ist, die sind eigentlich sonst dort durch, sehr seriös. Also mir ist es wahrscheinlich Sinn, wenn man anruft, wo man nicht aufgrund der Adresse nicht sieht, ist es der wirklich von Biel oder von weiss nicht wo, genau. Dass man fragt, woher kommt ihr? Das ist sicher die Anreisezeit, von wo kommt ihr, wobei auch dort werden zum Teil einfach angelogen. Es hat auch schon solche gegeben, die unter unserem Namen sind gegangen, wo uns der Kunde am anderen Tag hat angerufen und gesagt, ja, die Tür sind ja immer noch nicht gut, wo wir sie gekauft haben. Und wir haben gar keinen Auftrag gehabt, wir sind das nicht gewesen. Es war effektiv eben so einer aus dem Internet gewesen, der sich als Firma erstmal nicht ausgeben. Aber ihr könnt nichts gegen das machen. Ihr habt es vorhin kurz angesprochen, auch eben Einbruchschutz. Die arbeiten auch mit der Polizei zusammen, um eben auch dort Erfahrungen zu holen. Wahrscheinlich. Umgekehrt ist dann auch gefahren für die Polizei. Genau. Wie machen wir eben den Einbruchschutz? Provisorisch ist das so gut, dass man sagen kann, da kommt jetzt nicht so schnell einer in zwei Minuten rein. Also eben, es kommt jetzt darauf an, wenn wir eine Notöffnung hatten, sicher, weil da kommt wieder ein Zylinder rein, der ist Minimum gleichwertig, wenn nicht besser, wo wir einsetzen für das Provisorium, bis nach zwei oder drei Wochen der definitiv Zylinder wieder da ist. Bei einem Einbruch ist es natürlich so, je nachdem, was für einen Schaden angerichtet ist worden, können wir natürlich auch nur noch provisorisch flicken, dass er mal ein oder vielleicht zwei Nächte so kann geschehen mit dieser Tür. Aber wir sind natürlich dran, das sofort zu erledigen, weil wir haben unserem Betrieb ausgebildete Leute, also die einen sind Schreiner, Metallbauer, Elektriker, also wir haben hier alles, wo gelehrte Leute sind, die das dann so schnell wie möglich wieder in die Ordnung tun, dass die Leute da wieder ruhig schlafen können. Weil, ja, wenn sie einen Einbruch hatten, ist das alles nicht mehr so angenehm. Dann tut ihr im Prinzip alles Schloss nachher ins Definitiv hineinsetzen, quasi. Genau. Ihr seid der Schlüsseldienst, der nicht nur für Notfall da ist, sondern eben auch die Verschlusssysteme nachher oder Schliesssysteme nachher einbauen. Ja. Soweit das vielleicht schnell zum Schlüsseldienst. Der Schlüsseldienst ist nur ein kleines Standbein unserer Firma. Wir sind natürlich unterwegs in Zusatzkontrollsystemen, Fluchtwegtechnik, überwachte Fluchtwegtechnik, Video- und Einbruchmeldeanlagen. Und das sind eigentlich unsere Hauptstandbeine. Und der Schlüsselservice, der herkömmliche, ist einfach ein Standbein, der dort dazu gehört, inklusive eben der Notöffnung und Pannendienst. Das ist schön zusammengefasst, was eben umfassend ein Schliesssystem kann sein, wie wichtig ist, dass man schliessen kann, aber eben auch auftun, denn wenn vielleicht eben alle schlafen und sonst kommt der Schlüssel-Notfalldienst. Herr Eschmann, besten Dank für das Gespräch. Merci. Weiter geht's mit den Indizes. Weg vom Schlüssel, zurück zu schönen Bildern von Mietwohnungen, Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen. Im nächsten Beitrag haben wir eine Auswahl für euch. Viel Spass beim Zuschauen und bis bald. Biel an der Müllistrasse 46b ist eine grosszügige 3-Zimmer-Wohnung im dritten Stock zu mieten. Sie verfügt über eine geschlossene Küche mit Glaskeramik, Kochfeld und Geschirrspüler, Einbauschäft, Platten, Parkettboden, Keller und Estrich. Alloué à 25 minutes de Bienne, à la près 7 à Courtelary, un box industriel de 144 mètres carrés avec grande porte et mezzanine, chauffage et sanitaire, idéal pour artisanat, petites industries, stockage ou autre. Erhöhter idyllischer Lage mit einer wunderbaren Aussicht liegt im Port unsere neue Überbauung Bellevue Park. Zwischen dem Bellevue-Weg, dem Weierweg und der Lohngasse sind 8 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 86 Eigentums- und Mietwohnungen entstanden. Die sehr ruhige und privilegierte Wohnlage auf der Anhöhe überzeugt mit einem wunderschönen Blick auf die umliegende Landschaft und die Stadt Biel. Für Spaziergänge und kleine Ausflüge sind naturnähe Naherholungsgebiete und der Bieler See in der kürzesten Zeit erreichbar. Für den täglichen Bedarf sind vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und Post in nur wenigen Gehminuten Entfernung gut erreichbar. Auch Kindergärten und Schulen sind in nächster Nähe.
Für das neue Quartier ist sogar eine neue Bushaltestelle direkt beim Bellevue Park an der Jersingerstrasse erstellt worden. Aber auch für die, die mit dem Auto unterwegs sind, liegt Port an einer guten Lage. Alle Wohnungen im Bellevue Park sind nach dem Bonacasa-Konzept erstellt. Und das wird nicht wegen nichts auch als smartestes Wohnkonzept der Schweiz bezeichnet. Eine clevere Bauweise, Sicherheit und Service auf Wunsch. Das alles bekommt ihr bei Bonacasa aus einer Hand. Aber wie genau könnt ihr profitieren? Alle Wohnungen im Bellevue Park sind mit vielen smarten Details gebaut worden. Sie verfügen über moderne und grosszügige Grundrisse. Die schwellenfreie Walking-Dusche bringt Komfort und man kann sie einfach putzen. Überhaupt gibt es keine Hindernisse oder Schwellen in diesen Wohnungen. Sei es für die Dusche oder auf dem Balkon, gäbig für alle Lebenslagen. Die insgesamt hochwertige Ausstattung mit modernen Küchengeräten und einer eigenen Waschmaschine und Tumbler in jeder Wohnung überzeugen ebenfalls. Zusätzlich bietet Bonacasa auf Wunsch Sicherheit rund um die Uhr. Ein 7x24-Stunden Notrufservice ermöglicht auch den Bewohnerinnen und Bewohnern im fortgeschrittenen Alter eine selbstständige und unabhängige Lebensweise. Im Notfall ist bei einem medizinischen Problem schnell und zuverlässig Hilfe zur Stelle. Ebenfalls auf Wunsch stehen in Bonacasa-Überbauungen Service zur Verfügung, die das Leben einfacher und komfortabler machen. Das sind zum Beispiel Wohnungsreinigung oder Wäschservice oder Ferienabwesenheitsdienst und noch viel mehr. Während dabei ältere Menschen dank passenden Dienstleistungen möglichst lang selbstbestimmt daheim leben können, profitieren jüngere Personen und Familien ebenfalls von der umfassenden Dienstleistungsstruktur. So entsteht eine individuelle Wohnsituation in einer generationendurchmischten Überbauung für mehr Selbstbestimmung, Freizeit und Vereinfachung des Alltags. Ein weiterer Vorteil der Überbauung ist die nachhaltige Bauweise. Der Bellevue Park ist nach modernsten ökologischen Richtlinien gebaut und der Minergie-Standard konsequent umgesetzt worden. Das heisst weniger Energieverbrauch und damit eine geringere Umweltbelastung und auch weniger Kosten. Die Überbauung verfügt über eine Pelletheizung, die mit Sonnenkollektoren unterstützt wird. Das schont die Umwelt, weil zum Heizen keine fossilen Brennstoffe verbraucht werden. Ihr seht, die Wohnungen im Bellevue Park sind für Jung und Alt gleichermaßen geeignet. Die neue Überbauung bietet für jeden Platzbedarf etwas. Von der eleganten, altersgerechten Zweihalbzimmerwohnung für Singles oder Paar bis zur geräumigen Fünfhalbzimmer-Familienwohnung. Die meisten der Wohnungen haben eine Orientierung zu drei Himmelsrichtungen und damit eine ideale Ausrichtung und Besonnung. Weitere Vorzüge sind die grosszügigen Grundrisse, Balkone und der überdurchschnittliche Innenausbau. Im Atrium gibt es eine Garderobe und einen Einbauschrank. Die Arbeitsflächen in der Küche sind aus Granit oder Glaskeramik her. Der Geschirrspüler oder Backofen kombiniert mit dem Dampfgarer sind von Vollzug. Bequem sind auch die elektrischen Fenster und Sonnenstoren, die man einfach per Knopfdruck bedienen kann. Etwas Spezielles, was es im Bellevue Park gibt, ist bei jedem Wohnhaus eine äußerst moderne, intelligente Paketfachanlage. Wenn der Böstler ein Päckchen bringen will und es ist niemand daheim, kann er das Päckchen in ein Paketfach legen, das elektronisch verschlossen wird und der Empfänger bekommt ein E-Mail mit der entsprechenden Nachricht. Wenn der Empfänger daheim kommt, kann er direkt an der Paketfachanlage geheime Zahlencode eingeben und das Fach mit seinem Päckchen geht auf. Modernste Technik für die bequemste Lebens- und Wohnqualität. Zu der Überbauung Bellevue Park gehört natürlich auch ein Autoeinstellhalle mit Lift, wo euch direkt auf euer Stockwerk bringt. Abgerundet wird das neue Wohnquartier mit einem familiengerechten, gartenähnlichen Umschwung und Spielplatz. Seid ihr an einer Wohnung mit schönster Aussicht im seeländischen Port interessiert? Wir schicken euch gerne eine ausführliche Dokumentation zu. Gerne zeige ich euch die Wohnungen auch persönlich und berate euch auch gerne zu Themen von der Finanzierung und alle Fragen zur Miete und Kauf. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme. Detaillierte Informationen zum Bellevue Park findet ihr übrigens auch im Internet unter bellevuepark-port.ch.